Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir sind hier auf einer abgelegenen Insel und sind weiter auf der Suche von dem Schatz des Piraten Henry Avery. Ja, lass uns mal gucken, was da ist. Irgendein Symbol. Okay. Damit können wir im Moment nichts anfangen. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Aha. Einfall. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Okay, das werden wir machen. Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Und soll mal springen, oder wie? Warum seilst du dich nicht mit dem Seil ab? Das machen wir. Hoppala, falsche Taste. Na, wie geht es? So, aha, okay, alles klar. Ja, wir sind unten angekommen. Und dann schauen wir mal, wo der Pfeil hin zeigt. Wo ist das scheiß Boot hin? Da drüben. Wir sind über die Treppe gekommen. Über die Hängebrücke, meine ich. Ist der Sam auch dabei? Perfekt. Na, das war hoch. Alles klar. Der Pfeil zeigt, naja, auf die Bucht da drüben, oder? Schau mal, was der Bruder erzählt. Der irgendwie verschwunden ist. Hallo? Hallo? Wo ist der denn hin? Ist mir irgendwie auch wurscht. What? Kann ich nicht mehr ins Boot einsteigen? Doch. Das ist ja dämlich. Was ist denn hier los? Hetzert. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Ja, und wo ist der? Ach, jetzt ist er auf einmal an Bord. Wahrscheinlich war der schon an Bord. Okay, alles klar. Der Pfeil führt uns direkt hier rüber. Da ist schon der nächste Pfeil. Der führt uns dann da entlang, oder? Ist die Frage. Sollen wir jetzt da ewig im Meer rumgurken und suchen? Oder was ist hier? Ist hier auch ein Pfeil? Nein, da ist keiner. Da ist noch ein Pfeil. Moment, nochmal gucken. Also, der Pfeil zeigt auch wirklich. Ja, stimmt schon, der zeigt schon in die Richtung. Fahren wir mal einfach jetzt hier in die Richtung. Dammpfeil? Nee. Aber da kommt auch weit und breit nichts mehr, so wie es ausschaut. Nein. Alles klar, ich schaue nochmal zurück. Irgendwo muss ja dieser depperte Pfeil sein. Im Prinzip wird er uns eigentlich nur auf der Insel immer hin und her leiten. Vielleicht finden wir mal einen anderen. Nö. Schnäfen, pass auf! Ich habe mich verfahren. Wo ist noch ein Pfeil? Ich sehe gerade, Bootfahren liegt mir ja überhaupt nicht. Okay, also.
wenn ich das mal aussteige und mich draufstelle, wo schaue ich da hin? Vielleicht auf die Kante von der Insel. Hoppala, Meister, spring da nochmal rauf. Witzig, wie der Bruder gleich mitspringt. So, Leute. Hier auf die Kante, würde ich sagen, zeigt der Pfeil. Hinweis. Folgen Sie dem Pfeil. Aha. Ach, da liegt einer, Grutzi 5 Wall. Gar nicht gesehen, einfach vorbei drin gefahren, ich Depp. Wo zeigt der nochmal hin? Das will ich jetzt genau wissen. Der zeigt einfach nur geradeaus. Man muss schon ein bisschen besser suchen, so wie es ausschaut. Oh, cool. Alles klar. Was war da noch? Der zeigt weiterhin geradeaus, der Pfeil. Ich muss da langsam fahren. Da ist noch einer, oder? Jawohl. Der zeigt einfach schnurgeradeaus hierher. Saugeil. Also das gefällt mir schon wieder richtig gut. Muss ich dann teilweise doch ein bisschen besser anstrengen, wie ich das mache. Wo ist der Pfeil, der nächste? Vielleicht auf den Steinen hier. Nee. Nathan, da drüben, ein Schiff. So, das meint er. Ja, da fahren wir mal direkt drauf hin. Scheint war das schon das mit der letzte Pfeil. Okay, dann rein da. Hoppala. Schön kann er schwimmen. Marco! Marco, was? Die Rückkehr des Marco Polos. Trophäe. Okay. Hier los. Sie hier nur tauchen, oder? Marco, vergiss es. Das bedeutet, wir müssen hier mal eine Runde. Ui, hör mir auf. Ist ja eine klasse Unterwasserwelt hier. So, wie lange hält der so die Luft an, der Typ? Wollen wir das mal ausprobieren? Kann er ganz gut. Okay, Schätze sind, wenn dann, immer im Schiffsinneren. Oh, ich glaube, es wird dunkel um mich. Gut, auf geht's. Wir tauchen ins Schiffinnere. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas drin finden. Uiuiui, das. Oh, tatsächlich. Geil. Ein Kompass. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir suchen nach was anderem wahrscheinlich. Aber nach was? Nach einem Pfeil wieder? Nach... Ich drücke die ganze Zeit falsch. Nach irgendwas, was uns sagt, wo wir entlang müssen. Schöne Farben hier. Also hier oben ist ja nichts. Könnt ihr auch neben dem Schiff liegen.
Aber außer, dass die Farben langsam verschwinden. Da, unter den Gittern vielleicht. Und Abgang. Kann man da was bewegen? Nee. Geht die Tür noch auf? Anscheinend auch nicht. Jedenfalls kein Hinweis drauf. Gut, wird auch nichts bringen, sehe ich gerade. Na gut, ich tauche mal wieder auf. Das ist eigentlich der faule Bruder, der Lump. Runter geht's. Runter geht's. Also irgendwie lassen mir die Gitter hier keine Ruhe. Aber anscheinend nicht. Gut, dass ich die Tür nicht aufbekomme, das weiß ich jetzt auch. Was auch Quatsch ist, weil man kommt ja direkt so rein. Erstmal schauen. Tauchen wir mal da ganz runter. Dem wird ja schon schwindelig. So, jetzt wird mir aber auch gleich schwindelig. Ich muss gleich wieder hoch. Der macht schon komische Geräusche, der Nate. Aber irgendwie... Ach so, nach oben. Also jetzt habe ich es gleich wirklich verdengelt. Ich sehe schon das weiße Licht. Das war knapp. Warum habe ich keine Tauchausrüstung? Auf ein neues. So. Gott, C5-Wahl. Was ist denn hier los? Jetzt hat. Okay. Wo ging's runter? Gingst du gerade noch irgendwo runter zum Teufel? Eieiei. Bin ich schon unten? Na gut, schauen wir wieder nach oben. Nervt auch gleich ein bisschen. Brauch mal da einen Hinweis. Vielleicht weiß ja der Bruder da irgendwas. Sagt so nicht. Oder vielleicht liegt ja hier irgendwo in der Nähe noch was rum. Hinweis. Folgen Sie den Steinpfeilen. Ja, das habe ich doch schon gemacht, du Otto. Ah ja, das Boot fährt schon mal. Anscheinend. Ja, aber wenn ich jetzt... Hä? Okay. Fahren wir da nochmal hin. Hey, hast du was gefunden? Ja. Mogulschätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Also nochmal zum Steinpfeil. Aber das ist der, wo wir vorhin waren. Das ist der, der uns zu dem Wrack führt. Alles andere macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Genau. Das ist der, der uns direkt dahin führt. Ja, absolut. Dann machen wir das jetzt normal. Irgendwo ist der Wurm drin. Und zwar bei mir. Ah, wartet. Ich bin gerade über den Pfeil gefahren. Ah. Da schau her. What? Okay. Da ist ja noch ein Pfeil, der zeigt jetzt wieder zurück. Dann schauen wir mal, was jetzt im Bereich zwischen den beiden Pfeilen liegt, oder? Ey, willst du mich verarschen? Ah, okay. Jetzt müssen wir ziemlich genau... Die Richtung.
War das dann mit dem Wrack nur zu? Ach so, dann eigentlich ist das Wrack nur so als, ja, kleine Zugabe gedacht. Da ist auch wieder ein Pfeil, oder? Der Pfeil, der führt ja eindeutig hier rein, oder? Eigentlich nicht. Riesiges Tor. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Schön. Okay. Versteckte Höhle, Stufen. Och, super. Ja, da stecken wir jetzt mal aus und gucken uns an, was uns hier erwartet. Also dann war dieses dämliche Wrack, auf das ich mich so gerade so konzentriert habe, einfach nur höher, dass ich durch einen Kompass bekomme. Denn was anderes weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Oh Gott. Mit dem großen Pfeiler in der Mitte der Höhle. Da kann man klettern. Oh ja. Ja, könnte klappen. Leider nicht zugehört. Okay. Was mache ich denn hier? Grutzi Fünferl. Komm, wir tauchen nochmal eine Runde. Ich will doch eigentlich nur dem Ding folgen, dem Pfeil. Das liegt da, das ist nix. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da ist der Pfeil. Der Pfeil sagt mir eigentlich, hallo, du musst da rauf. Aber hier komme ich nicht so einfach rauf. Das heißt für mich wiederum erstmal ins Boot rein. Moment, ich bin. Da waren noch gerade irgendwo noch Griffe. Nee. Warte mal. Da was gesehen. Guck mal, da ist da eine Spalte? Ja, oder? Okay, aber man kann hier nichts machen. Ja, ich schlage vor, wir fahren mal mit dem Boot herum und gucken, was auf der anderen Seite ist. Und los geht's. Warum fahren wir aus der Höhle? Oh, okay. Das ist eigentlich ein Hinweis, dass wir in der Höhle bleiben sollen. Verplante Folge. Ich weiß nicht wohin. Gut, wir fahren wieder in die Höhle. So war ja irgendwie hier so der kleine Hinweis vom Sam. Da müssen wir nur mal schauen, dass wir hier irgendwie besser zurechtkommen. Vielleicht mit dem Stein hier. Der hat doch viele Griffe. Wo führt denn der uns hin? Naja, wo jetzt die Reise hinführt, meine Lieben. Das erfahren wir schon in der nächsten Folge. Ich muss ja auch die Spannung ein bisschen oben halten. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Am besten nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, akzeptiere ich auch einen Daumen nach unten. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Vielen Dank. Ciao.